Herzlich willkommen zur Einführungsreihe Eurythmie. In dieser Videoreihe erklären wir Ihnen, wie Eurythmie-Gesten, Formen und Techniken ausgeführt werden. In diesem Video zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt das I. Jedes Strecken ist ein I, wo Sie es nur empfinden, sei es in den Armen, in den Beinen, sei es in der ganzen Gestalt, aber auch im Blick, mit der Nase, der Zunge oder nur mit einem Finger oder, wenn Sie es können, nur mit einer Zehe. Aber das Streckerlebnis muss es sein. Ein sehr typisches I ist es, wenn Sie den einen Arm seitlich nach oben und den anderen entsprechend nach unten strecken. Fühlen wir es dem I an, was es ist, dieses neugierig gewesen sein und dann darauf gekommen sein. Nun haben wir denjenigen Laut, der noch mehr an den Menschen herankommt als das E, der sozusagen ganz und gar Selbstbehauptung des Menschen darstellt. Das ist das I. Es ist die reinste Selbstbehauptung. Beim A gehen wir zentripedal aus zwei verschiedenen Seiten herein. Beim I gehen wir vom Zentrum nach auswärts und fühlen nun nicht, wie wenn wir etwas ergreifen würden, sondern wir fühlen das Strecken, wir fühlen den Zug von uns ausgehend, zum Beispiel vom Herzen hinaus durch den Arm und durch die beiden Arme. Die beiden Arme müssen sich so ausnehmen, dass sie die Verlängerung voneinander werden. Aber es genügt ein Arm auch. Im Wesentlichen aber ist festzuhalten, dass man das Strecken beim I empfindet.